Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallihallo und welcome back zu einer neuen Folge voller Streaming-Tipps. Es ist Freitag, der 4. Oktober 2024. Ich hoffe, ihr habt euren Feiertag gestern genossen. Auch heute haben wir natürlich drei Streaming-Tipps mitgebracht. Vor allem Action-Liebhaber und Sci-Fi-Thriller-Fans sollten jetzt die Ohren spitzen. Los geht's heute mit dem zweiten Teil eines Films, der viele von uns im ersten Teil ziemlich verstört zurückgelassen hat. Der Schacht ist eine Art futuristisches Gefängnis. Die Gefangenen sind immer zu zweit in vertikal gestapelten Zellen untergebracht. Das Essen kommt immer von oben nach unten. Ganz oben gibt es daher viel zu essen. Die Leute können schlemmen und so viel essen, wie sie wollen. Die Leute ganz unten kriegen aber nichts ab und verhungern fast. Das geht eine ganze Weile so, doch dann wendet sich das Blatt und jeder Einzelne kann täglich auf einer anderen Ebene aufwachen. Das sorgt für teilweise widerliches Verhalten der Menschen. Im zweiten Teil des Sci-Fi-Thrillers hat es eine mysteriöse Person geschafft, ein neues Gesetz im Schacht zu erlassen. Wir müssen das Gesetz einhalten. Und zwar immer ohne Ausnahme. Wenn das Gesetz gebrochen wird, dann sterben Menschen. Verstehst du das? Hör auf, dich wie ein Barbar aufzuführen und alles aufzuessen, was du willst. Damit die weiter unten auch Essen kriegen. Bestimmt habt ihr jetzt den Ausschnitt aus dem Trailer gehört und euch gedacht, hä, klingt doch alles wie im ersten Teil. Naja, fast. Das Essen kommt immer noch von oben nach unten, nur mit der Regel, dass die Gefangenen nur das essen sollen, was sie sich zuvor bestellt haben. Essen sie mehr, hat das gravierende Folgen. Auch der zweite Teil ist nichts für schwache Nerven. Ihr könnt euch auf jede Menge Ekel, Blut, Folter und Gesellschaftskritik freuen. Der Schacht 2 ist ab heute bei Netflix verfügbar. Wir machen weiter mit Science-Fiction. Godzilla und King Kong sind wohl die bekanntesten Ich-zerstöre-alles-Figuren der Filmgeschichte. Regisseur Adam Wingard dachte sich vor ein paar Jahren wohl, komm, wir packen die beiden einfach mal zusammen in einem Film. Das Ergebnis? Godzilla vs. King Kong aus dem Jahr 2021. Im März dieses Jahres kam dann eine Fortsetzung in die Kinos. In Godzilla vs. Kong – The New Empire bekommen es die beiden Monster mit einem neuen Gegner zu tun, dem Scar King. Während der Geschichte der Menschheit glaubten wir immer, das Leben existiere nur auf der Oberfläche unseres Planeten. Worin haben wir uns noch geirrt? Welcome to my world. Was ist das? Das ist nicht Kong. Der Scar King ist ein gefährlicher Orang-Utan, der die Energie der Hohlerde nutzt, um die Kräfte seiner Gegner zu kopieren. Wie ihr schon im Trailer gehört habt, lebt der Film nicht von endlosen Dialogen, sondern von krassen Soundeffekten und atemberaubenden Bildern. Wenn ihr euch davon überzeugen wollt, dann könnt ihr Godzilla vs. Kong – The New Empire jetzt bei Wow streamen. Unser letzter Tipp könnte auch etwas für Harry Potter-Fans sein. Naja, also zumindest dann, wenn sie den Schauspieler Daniel Radcliffe mögen. Denn von seiner Rolle als Harry Potter könnte er in ganz Akimbo nicht weiter entfernt sein. Radcliffe spielt in dem Film einen nerdigen Programmierer namens Miles. Er ist nicht sehr erfolgreich. Doch warum auch immer, wird die Organisation Schism auf ihn aufmerksam und zwingt ihn zur Teilnahme an einem Spiel. Du hast 24 Stunden, um Nix zu töten. Wenn du es nicht schaffst, stirbst du. Wer ist fucking Nix? Nicht schießen, bitte! Ich will nichts mit dieser Sache zu tun haben! Ich habe einen Plan. Lass hören. Du kannst damit aufhören und stattdessen Schism killen. Nein. Miles wird unfreiwillig zum nächsten Opfer eines Todeskampfes im Internet. Statt gammelig in den Tag hineinzuleben, muss er nun lernen, sich gegen eine erfahrene Killerin zu behaupten und den modernen Gladiatorenkampf zu überleben. Ob er das schafft, könnt ihr ab heute in ganz Akimbo auf Freevee sehen.
Wir empfehlen euch auch am Wochenende neue Streaming-Tipps. Die könnt ihr auch über euren Smart Speaker von Amazon oder Google hören. Einfach den kostenlosen Detektor FM Skill aktivieren und dann könnt ihr Alexa oder Google Home nach Was läuft heute von Detektor FM fragen. Tipps und das Skript kamen heute von mir, Imke Zimmermann. Audioproduktion Stanley Baldauf. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.